aber ihr Schönen. So, ich hatte hier schon mal was ausgelegt. Hier kamen noch mal die tiefen Gefühle rein, die Sonne, die jetzt hier ein bisschen bis zum Sommer wieder Licht reinbringt und etwas Altes, was hier für ganz starken Kummer gesorgt hat in der Vergangenheit, vielleicht auch ausgelöst durch einen Menschen. Bei einigen gab es hier eine Dreieckskonstellation. Da werden jetzt klare Wege gegangen bei den meisten. Einige kommen auch von einem finanziellen Tief wieder hier in die Stabilität. Es kann jemand sein, wenn du jemand im Feld hast, für den du schaust, dass das jemand ist, der dir vielleicht in der Vergangenheit sogar Kummer bereitet hatte, jetzt ein bisschen versöhnlich auf dich zukommt, auch ein Bedauern in deine Richtung fühlt und er dreht sich auch um. Also es kann sein, dass hier auch jemand aus der Vergangenheit wieder zu dir zurückkommt, weil er hier von deinem Licht, das ist ja auch die Sonne, und hier kommen so ein Stück weit die Seelengeschwister rein, hier magisch angezogen wird. Hier haben wir die 10 der Kelche, also ihr habt hier zusammen eine sehr tiefe Seelenebene, Seelenverbindung, Seelenbeziehung. Das ist übrigens das Botticelli-Tarot vom Los Garabeo Verlag, kann ich euch gerne noch drunter schreiben. Also wunderschöne Darstellung auch. Wir haben hier auch die Seelenfamilie, die hier Stück für Stück wieder zusammenfindet, wieder eine Einheit wird. Hier werden neue Projekte angelegt. Hier wird auch endlich das Alte, der alte Schmerz wird losgelassen, der alte Kummer, auch wenn hier manche noch zurückblicken. Vielleicht lässt du auch jemand los. Das kann ja auch ein Ex-Partner sein, wo du sagst, so, das hat mir hier so viel Kummer bereitet, da möchte ich jetzt hier mal die Heilung drauf geben. Ich möchte wieder Freude in meinem Leben haben. Ne? Ich gucke jetzt gerne mal weiter, wie es hier weitergeht. Ich hatte die Legung schon angefangen, hier hat es leider aber abgebrochen. Hier kommen die Stäbe, das Ast der Stäbe. Ui, hier kommen ja sehr schöne Möglichkeiten auf euch zu. Das kann ja auch von oben ein göttlicher Impuls, ein Wink des Schicksals sein. Wie so die gute Fee oder der Engel, der hier einen Ausgleich schafft, vielleicht auch ein karmischer Ausgleich. Vielleicht habt ihr dieses Karma-Rad jetzt zusammen aufgelöst und dürft jetzt euren Seelenweg zusammengehen. Bei einigen wird es noch ein bisschen dauern, bis der eigene Schmerz in deinem eigenen Herzen überwunden ist, weil hier gab es auch massive Verletzungen in der Vergangenheit. Wenn du dich ja intuitiv von oben führen lässt, von den Schutzengeln, kommen ja große Möglichkeiten auf dich zu. Es können sich gerade auch nochmal alte Muster, alte Wunden zeigen. Oder du reagierst halt jetzt gerade so und so, weil du es eben so kennst. Oder gehst erstmal auf Abstand. Oder der Mensch, um den es ja geht, der geht gerade auf Abstand, weil er hier gerade zu sehr tangiert wird. Vielleicht auch von dir, von deinem Feld. Das ist ein Mensch, der möchte eigentlich was aufbauen und hier möchte auch eine Kommunikation kommen und hier möchte auch jemand, ich zeige euch die Karten gleich, mit einem Angebot auf euch zukommen. Die Karte hat erst schon mal gelunscht. Die 7 der Stäbe. Also hier haben wir jemand, der in der Vergangenheit auch ganz schön gebeutelt wurde, teilweise im Leben. Das kann auch für dich stehen. Hier wurde vielleicht auch scharf geschossen. Dieser Mensch legt aber jetzt seine Waffen gerade nieder, möchte eigentlich, das hat man erst schon versöhnlich auf dich zukommen, oder du gehst hier versöhnlich wieder auf jemanden zu, wo du jetzt eigentlich schon dachtest, ach nee, lass mal. Genau. Hier hat jemand wirklich aber noch ein gewisses Kummerthema. Ihr werdet aber von oben hier zusammengeführt. Wir haben auch wieder den. Zusätzlich zu dem anderen Engel, der sich gerade hier im Ast der Stäbe gezeigt hat, nochmal die 8 der Stäbe mit der göttlichen Botschaft. Hier wollen Botschaften auch kommen. Es kann auch sein, dass ihr euch hier schreibt, dass ihr euch austauscht, Internet etc. Und hier möchte jemand mit einem Angebot vielleicht auf dich zukommen. Hier kommt es ein bisschen rein, als wenn das jemand ist, der sich noch ein bisschen ziert oder ein bisschen schüchtern ist oder sich noch ein bisschen schämt oder hier ein bisschen stolz ist bei einigen auch. Also der fällt ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern der kommt ja eher vielleicht auch auf der geistigen Ebene zu Besuch. Bei einigen kommt das telepathisch rein. Es kann ja tatsächlich bei einigen jemand sein, wo vielleicht in der Vergangenheit sich die Wege getrennt haben und wo doch immer auf beiden Seiten so eine tiefe Seelenliebe drin liegt,
zueinander im Herzen und dieser Mensch denkt dir halt auch vielleicht telepathisch auf dieser Ebene an dich und findet auch immer wieder zu dir zurück, beziehungsweise vermisst auch ein bisschen die Begegnung mit dir oder deine Energie, dass du so präsent warst, dass du diesen Menschen auch so unterstützt hast, vielleicht auch diesen Menschen in die Kraft gebracht hast. Er kommt dir mit einem weißen Pferd daher. Vielleicht hat er das in der Vergangenheit nicht so dem nicht so Respekt gezollt, weil er hat ja schon eine gewisse arrogante Haltung. Vielleicht kam dir dieser Mensch auch ein bisschen arrogant entgegen und hat dir vielleicht auch mal einen Pfeil geschossen, bewusst oder unbewusst. Das kommt dir vielleicht durch alten Stolz oder falschen Stolz. Hier unten blühen aber wieder die Blumen mit dem Frühling, mit dem Sommer, mit der Sonne. Kommt hier auch wieder die Energie in eure Seelenverbindung, in eure Seelenfamilienverbindung oder karmische Liebe. Also das ist etwas, bei einigen ist das ja etwas, was vielleicht sogar das ganze Leben so gehen könnte, auch wenn es nie wirklich gelebt werden kann. Also das kommt bei einigen hier auch rein, ne? Dennoch seid ihr auf der Seelenebene wie in einer Verbindung verbunden und jeder lebt trotzdem sein Leben, ne? Also, puh. Hoi, hoi, hoi. Bei einigen wird dieser Mensch seine alten Wunden überwinden dürfen, kriegt vom Universum immer wieder Hinweise und Botschaften und wird eben durch dich hier auf fast schon magische Art und Weise angezogen. Ja, hier kann es wirklich sein, dass dieser Mensch in die Einsamkeit geht, also sei es sich trennt von dieser Verbindung, wo er jetzt eben schon so lange drin hängt, wo eben auch so viel alter Schmerz drinsteckt. Einige wählen dennoch den Weg der Einsamkeit, also auch bei einigen Singles kommt hier rein, dass du vielleicht doch lieber noch weiter mit dir in Frieden zusammen sein möchtest und dir den Stress von außen nicht geben magst. Das kommt bei einigen auch rein. Das ist bei einigen auch eine ganz gute Entscheidung, weil du dich damit von alten Abhängigkeiten lösen darfst. Huiuiui, der Magier kommt hier noch rein. Bei einigen ist es hier eine alchemistische Verbindung. Vielleicht kommt ihr oder dieser Mensch von einem langen Zurückzug, ne? Vielleicht saß er hier stolz auf dem Ross, hat sich immer wieder zurückgezogen und möchte jetzt aber langsam mit den neuen Stäben wieder in deine Richtung zurückkommen, ne? Also hier sitzt er zwar noch auf dem Pferd. Wow, und jetzt haben wir hier noch eine ganz sinnliche Energie. Leidenschaft, sinnlich, erotisch. Also hier kommen bei einigen feuchte Träume rein. Also dieser Mensch, das ist jetzt eine ganz bestimmte Abteilung, wo das hier reinspielt, hat zwar in der Vergangenheit immer hier recht arrogant teilweise getan und war immer so ein bisschen abweisend, aber wenn hier die Schotten dicht sind, kann sogar sein, dass der in der Verbindung ist und der träumt von dir oder ihr habt hier vielleicht sogar eine genüsslich-sinnliche Affäre, das kommt bei einigen auch rein. Wow, also hier kommt ganz viel Erotik und Sinnlichkeit rein. Ist aber auch gut möglich, dass dieser Mensch hier wieder in deine Richtung zurückkommt. Ne? Hier reitet er noch auf dem Pferd. Hier ist er schon abgestiegen. Hoch erhobenen Hauptes, der Pfau sitzt obendrauf. Hier kommen die Chancen, hier kommen ganz viele Möglichkeiten in dein Feld. Jetzt ist es ein bisschen an dir, diese Chancen zu ergreifen. Bis in den Sommer werden hier bei einige Flirts reinkommen, erotische Affären, aber auch jemand aus der Vergangenheit, der wieder Tacheles und Gefühle in deine Richtung leben möchte. Bei einigen wird es leider nur auf der energetischen Ebene gelebt werden. Bei anderen kommt hier ein neuer Mensch rein, der hier ziemlich stürmisch, leidenschaftlich, sinnlich und bei einigen von oben geschickt jetzt in deine Richtung galoppiert. Ich wünsche dir von Herzen, dass du hier das wirklich leben kannst, dass du hier diese sinnliche, erotische Energie tatsächlich vielleicht ausleben kannst, wenn du es möchtest. Ne? Bei anderen, wenn du hier gar nicht für die Liebe schaust, kommen hier auf magisch-alchemistische Weise Leute in dein Leben, die dir hier ganz neue Chancen bringen. Oder du kommst hier in deine Kraft mit dem Frühling, mit dem Sommer und packst dir das Pferd bei den Zügeln und gehst auch wieder in deine finanzielle Stabilität. Ne? Also hier liegen wahnsinnig viele Möglichkeiten drin. Versuch du, dass du hier alte Schattenseiten loslässt, alte karmische Lernpartner jetzt loslässt, weiter vorangehst und hier dadurch in deine Möglichkeiten kommst, dein ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. Glaub auch an dich, du bist genau richtig, wie du bist gut, so wie du bist, du tust das Beste, du gibst, was du bist. Ne? Das Unvollkommene darf auch sein.
es ist leider in der Vergangenheit manchmal so eine Bewertung reingekommen, das sieht man auch in den sozialen Medien, dass die Leute so eine Meinung so offen kundtun als Ablehnung von anderen Menschen. Das ist echt ein ganz komischer Trend. Jeder hat Fehler, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Ne? Es gibt mal gute Tage, es gibt mal schlechte Tage. Akzeptiere dich so, wie du bist. Umso mehr wirst du von außen auch durch deine Umwelt akzeptiert. Danke fürs Zuschauen, fürs Zufühlen. So fühlt es sich jedenfalls immer an. Manche sind ja wirklich schön energetisch dabei. Danke dafür. Danke fürs Abonnieren vom Kanal. Das ehrt mich sehr. Das ist eine schöne Wertschätzung. Ich danke euch für die Likes und für die lieben Kommentare. Bis bald. Eure Shamana.